Die Tiere scheint es öfter mal zu jucken. Mehrmals am Tag suchen sie Stellen auf, an denen sie sich kratzen können. Wohlig wälzen sich die Delfine im Seegras, der kleine Wellnessurlaub zwischendurch. Sich zu kratzen ist offenbar ein sehr starkes Bedürfnis von Delfinen. Umso mehr empört es Angela, dass es in Delfinarien nur gekachelte Becken ohne Kratzgelegenheiten gibt. Ein weiteres wichtiges Bedürfnis? Spielen. Dabei wird alles als Spielzeug benutzt, was das Meer zu bieten hat. Zum Beispiel aufgeplusterte Kugelfische. Als Spielball von Delfinen macht man einiges mit. Aber nach ein paar Minuten ist das Spiel vorbei, die Delfine ziehen weiter. Prall mit Wasser aufgepumpt, übersteht der Kugelfisch das Match unverletzt. Vielleicht ist auch dieses Verhalten ein Kampf gegen Parasiten auf der Haut. Hier lässt sich Ferdinand von einer Buschgorgonie streicheln. Auch die anderen benutzen die Gorgonie. Aber wofür? Die Zweige der Gorgonie sind so weich, dass die Delfine sie kaum spüren dürften. Und doch lassen sie kaum eine Gelegenheit aus, durch sie hindurchzuschwimmen. Angela hat eine Vermutung. Viele Korallen geben bei Berührung chemische Stoffe ab. Die Gorgonie sehr wahrscheinlich auch. Vielleicht wirken diese Stoffe gegen Parasiten oder Hautpilze. Wenn das Hindurchschwimmen auch noch erlernt ist, wäre das ein Beweis für eine Kultur des Gebrauchs heilsamer Stoffe durch Delfine. Angela kann ihr Glück kaum fassen. Hier lernt gerade ein Kalb von seiner Mutter, wie man die Gorgonie benutzt. Das Kleine krümmt sich dabei wie ein Fragezeichen und erwischt die Gorgonie kaum. Aufmerksam schaut es zu, wie die Großen es machen. Dass man sich nicht vordrängelt, muss es auch noch lernen. Neuer Versuch. Auch in der Rückenlage klappt es nicht so gut. Mama kann es dagegen perfekt. Beim nächsten Mal klappt es bestimmt schon besser. Jetzt geht es erst einmal nach oben zum Luftholen.